Vor wenigen Minuten hat der Bundestag mit großer Mehrheit die Ehe für alle geöffnet und damit den Weg freigemacht, damit endlich auch Lesben und Schwule heiraten können. Denn, und das wissen die Menschen in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland schon lange, es ist genug Ehe für alle da. Und jetzt haben auch die Abgeordneten des Bundestages dem endlich ihren politischen Willen hinterhergefügt. Und das ist gut so. Wir freuen uns darüber. Ja, wir sind total happy. 45 Jahre nach der ersten großen deutschen Schwulendemo, die in Münster ja stattgefunden hat, wo ich lange gelebt habe und du heute noch lebst, hat der Bundestag die Öffnung der Ehe beschlossen. Das ist ein historischer Erfolg. Wir Grüne haben dazu viel beigetragen, insbesondere Volker Beck, unsere Bundestagsfraktion, schwule und lesbische Abgeordnete auf vielen Ebenen in den letzten Jahren. Ja, wir sind ganz happy, ganz begeistert. Wir konnten ja schon vorher heiraten, wenn wir heiraten hätten wollen, wenn wir uns beide hätten heiraten wollen. Aber wollen wir ja nicht. Wir haben beide feste Partner und wollen dann endlich dann vor Standesamt und können das jetzt auch. Genau, und das ist ein historischer Tag und dementsprechend werden wir das heute, glaube ich, auch noch mit dem einen oder anderen, was haben wir gerade gehört, Einhornwasser begießen. Genau, und mit diesem tollen Blumenstrauß am Revier in Regenbogenfarben, das ist unser Symbol heute, wie sehr wir uns freuen und es ist ein historischer Tag.